Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Marcel von EA Games. Und wir spielen weiter Horizon Forbidden West. Und wir müssen die Osram Ausreißerin finden. Signalsuche nennt sich die Quest. So, bevor wir. Ich höre dich schon. Klingt, als hätte da jemand Ärger. So, bevor wir zu ihr gehen, speichern wir dann mal hier kurz. Wow, was ist das für ein Turm da irgendwie, bitte? Was ist denn das da für ein Turm? Schlängelzahn-Areal, okay. So, die Osram muss hier irgendwo sein. Die Osram, die ich traf, sagte, dass jemand aus ihrem Trupp in diese Richtung lief. Ich sollte die Augen offen halten. Okay, ich glaube, die kämpft da hinten gerade. Ihr werdet meine Anlage nicht zerstören! Sieht aus, als hätte die Maschine Flüssigkeit im Schweif. Was sie damit wohl macht? Weg da! Weg von meinen Sachen! Ich muss das Ding doch schon echt spielen. Das Metall brennt euch alle, wenn ich muss. Ihr werdet meine Anlage nicht zerstören. Mein Gott. Die Stachelschnauze. Okay, wer bist du jetzt? Spitzenjula, okay. Eieieiei. Der ist gekillt. Nein, keine Munition, was? So, du bist auch platt. Ciao, Kakao. Sind Sie sicher? Haben Sie sie erwischt? Ja. Bitte nicht kaputt. Bitte. Ich schau mal, ob es ihr gut geht. Wer denn? Über was redet sie? Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke. Aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage. Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir
darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast. Der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemals jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance, in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt, nur weil ich eine Frau bin. Wie auch immer, hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Klingt, als wärst du noch sauer auf deinen Bruder. An manchen Tagen ja. An anderen vermisse ich ihn. Er lebt nicht mehr, deshalb. Er hatte nicht den Mumm, gegen den Strom zu schwimmen und für eine Frau zu stimmen. Nicht mal für seine Schwester. Das war feige. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er gehört nicht mehr zur Familie. Doch mit der Zeit habe ich das bereut. Er war kein schlechter Kerl. Er brachte mich zum Lachen, wenn er nicht so ein Rüpel war. Das mit ihm tut mir leid. Ja, mir auch. Verdammt. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon, irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Okay, so, dann gehen wir mal. Folge einfach dem Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Nein, ich mach nie was kaputt. Boah, schaut euch das an. Ich liebe diese Welt. Ich liebe sie, echt. So.
Gehen wir mal hier entlang, oder? So, wir gucken mal. Da ist der Stachel. Hier ist irgendwas Unbekanntes. Ich sollte losklettern. Na hopp, 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 hopp. Was macht sie denn? Okay, hier kann man sich verstecken. Bedeutet irgendwie, dass hier gleich irgendwelche komischen... So, kann ich das jetzt craften eigentlich? Okay, das kann ich nicht machen. Das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Wow. Oh, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. So, ist das der Langhals, den wir gerade gemacht haben? Nee, das ist der gesperrte Langhals. So, und der andere Langhals müsste genau auf der anderen Seite sein. Alles klebt. Verdammte Hitze. Den sehen wir allerdings nicht. Wenn ich in diese Richtung schaue. Okay, das sehen wir, den sehen wir zwar nicht, aber den sehen wir. Okay, sehr schick. Und das müsste hier... Oh, wie hieß denn der Ort? Das ist das hier, ne? Brennspeer, genau. Okay, so, dann wollen wir mal zu der Bastlerin nochmal. Das sollte eine gute Abkürzung sein. Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet. In einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist.
Genau wie du. Silga, wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Okay, so, also wir haben einen Turm in Brennspeer und begibt sich zum Berg über der Basis. So, dann gucken wir mal. Ah, also einmal wäre hier was. Oh Gott, so ein Flügelareal, das ist schon wieder so. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zu dem Berg hier. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Na komm, erzähl mal was. Erzähl mir mal was. Vor ein paar Tagen habe ich östlich des Hains eine große Blumenwiese gesehen. Die alte Darika war auch dort. Ich wollte sie nach Brennspeer zurückbringen, aber sie wollte nicht. Sie ist auf jeden Fall eine erfahrene Soldatin. Aber ihr Speer ist stumpf geworden. Wenn du verstehst. Ich werde nach ihr Ausschau halten. In voller Blüte. Okay. Ja, das Coole ist ja, jetzt kriegen wir hier auch Quests von ihr. So, alles klar. Was hast du denn Schickes für mich, mein Freund? Eissturm? Okay, der hat die Bolzen. Was ist denn das nochmal? Achso, wir können gleich nochmal hier Sachen verkaufen. Outfits. Verkaufen. Rohstoffe. Das weg, das weg, das weg, das weg, das, 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 das. So. Eine Munition, die Plasmaschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus herauszufinden, ob sie plasmaanfällig sind. Sie mit Plasma zu treffen, baut ihren Plasma. Stoßzustand auf, der eine zeitlich festgelegte Detonation verursacht. Füge dem Ziel weiteren Schaden, bevor der Timer abläuft, um eine noch stärkere Explosion aufzubauen. Trifft Leuchtstrahl. Okay. Das, das, das. Frost, Schock, Plasma. Die Fallen braucht man eigentlich gar nicht, ne? Halte da draußen die Augen offen, Soldatin. Tatsächlich nutze ich wirklich in dieser Folge fast keine Fallen. Ich würde sogar sagen, wir machen das so, dass ich mir... Ein Himmelschlag-Bolzenschießer. Wann habe ich den bekommen? Okay. Wenn du einen Händler brauchst, hier bin ich. What?
Alles klar, das ist echt, echt fett. Gut, dann wollen wir mal. Wir speichern hier kurz noch einmal ab. Ich kann nicht speichern. So. So, dann gehen wir mal zu dem zweiten Signal. Wo auch immer das sein soll. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss... An der Südseite? Okay, das wäre hier. Nur einen Pfad suchen. Ich muss noch mehr von Silgas Nachricht bekommen. Ich sollte an der südlichen Seite hochklettern. Da hoch muss es eine gute Stelle geben. Yes. Naja, es war doch irgendwie klar, dass hier gerade jemand scannt. Löschwassermunition dürfte hier von Vorteil sein. Na gut, kämpfen oder ausweichen. Ehrlich, das finde ich nicht so geil gerade. Vor allem, was passiert mit dir gerade? Es gibt noch andere Wege nach oben. Daher entspannt bleiben. Genau, zum Beispiel den hier. Können wir das ein bisschen umgehen? So, wir müssen dahin. Okay, da treffen wir aber tatsächlich immer noch auf diese Viecher. So, ich gehe wirklich auf den Punkt zu. Sehr gut.
Wow. Ich könnte die Maschine anzünden. Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Okay. Oh, was? Müsste das Vieh denn aber mal hin? Oh mein Gott. Krass. Bam! Ich muss noch höher klettern. Wow. Das Signal wird stärker. Mein Fokus hat die Quelle fast lokalisiert. Es wird Zeit, den Tenakturm zu besuchen. Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Okay, liebe Freunde, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo, ein Like und ja, einen wunderschönen Abend euch. So, wir schauen noch mal kurz, wo wir hin müssen. Oh mein Gott, das ist ja ein bisschen weiter weg. Gut. Aber ich würde sagen, wir gleiten dann. Wir machen uns das mal nächstes Mal ein bisschen schicker und dann gleiten wir mal dahin. In dem Sinne, haut rein, danke, ciao.